Hallo liebe Freifarm-Zuschauer, ich muss euch mal meine Gefühle mitteilen, die ich über die Richterin Daug am Amtsgericht Hamburg-Altona habe. Und zwar hat die Frau Daug, die wurde ja von dem Vater Mark Abheiden abgelehnt. Ich habe euch ja erzählt, was da passiert ist. Und wenn ein Richter abgelehnt wird, dann muss er eine dienstliche Stellungnahme abgeben. Und in dieser dienstlichen Stellungnahme hat er die inneren und äußeren Tatsachen eben aus seiner Sicht wiederzugeben. Betonung auf Tatsachen. Die Frau Daug jedoch hat in ihrer dienstlichen Stellungnahme geschrieben, ja, das ist eigentlich auch das Einzige, was sie darin geschrieben hat, da ist es formales Blabla, dass sie sich nicht befangen fühlt. Och, ich kann wirklich mitfühlen mit der Frau Daug, wenn man als Richter berufen wird und dann natürlich vom Gesetz her unabhängig sein muss, dass man sich dann nicht befangen fühlt. Das kann ich mitfühlen. Die Frau Daug, ihre Gefühle sind natürlich der Maßstab für das, was sie schreibt. Die Frau Daug fühlt sich nicht befangen. Ich fühle mich bei so einer schriftlich niedergelegten emotionalen Offenbarung einer Richterin verarscht. Völlig verarscht. Also, diese Frau ist natürlich befangen, ja? Wenn sie in der diesigen Stellungnahme, wo es um Tatsachen geht, sagen muss, sie fühlt sich nicht befangen, dann würde ich sagen, eine Richterin, die ihre Gefühle als Richtschnur nimmt für die Frage, ob sie befangen ist oder nicht, sollte eigentlich nicht Richterin sein, oder? Die verarscht uns doch. Also ich fühle mich verarscht. Und ich behaupte nicht, dass ich unabhängig bin. Das Gesetz verpflichtet mich auch nicht, unabhängig zu sein. Naja gut, da können wir uns alle in die Frau Daug einfühlen und verarscht fühlen. Tschüss. Also es tut mir wirklich leid, dass ich vorhin diesen emotionalen Ausbruch hatte, was die Gefühle der Frau Daug angeht. Also ich bin gerade zurückgekommen, habe mir das nochmal angeschaut. Ich möchte mich da sehr dafür entschuldigen, weil es ist ja wichtig, die Gefühle einer Richterin zu respektieren. Und wenn eine Richterin so emotional ist, ist es doch wichtig, dass wir Bürger rational und vernünftig bleiben oder sind, ja, und da habe ich leider versagt. Also ich möchte als gutes Beispiel vorangehen und deshalb entschuldige ich mich hier in aller Form bei der Frau Daug, dass ich in der Öffentlichkeit ihr Gefühl, nicht befangen zu sein, nicht respektiert habe. Entschuldigung, Frau Daug. Deshalb sollten wir uns das Ganze doch bitte rational anschauen und analysieren. Und da ist es natürlich so, dass eine Richterin nicht ihre Gefühle einbringen sollte, auch nicht ihren eigenen, durch ihre Gefühle getränkten Blick auf die Sache und sich auch nicht zum Maßstab erheben sollte. Und ich möchte jetzt nicht so weit gehen, hier zu spekulieren, ob denn die Frau Daug vielleicht einen Größenwahn hat, sowas überlasse ich Psychologen, Psychiatern, Psychoanalytikern. Da bin ich nicht der Richtige dafür. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Frau Daug ihre Gefühle zum Maßstab macht, ob denn sie unabhängig ist oder nicht, ob sie befangen ist oder nicht. Und alles andere überlasse ich den Menschen, die zumindest versuchen, so vernünftig und rational zu sein, wie ich. Und nochmal Entschuldigung dafür, Frau Daug, dass ich auf Ihre Emotionen emotional reagiert habe. Das will nicht wie Sie sein. Deshalb entschuldige ich mich in aller Form. Danke, Freifarm-Zuschauer, fürs Zuschauen. Tschüss. Ach ja, und ich möchte auch noch zugeben, dass ich in dem ersten
Video, in dem ich so emotional war, ganz bewusst den Filter kuschelig ausgewählt habe. Kuschelig heißt er auf meinem Handy, damit auch visuell transportiert wird, dass ich gefühlvoll mich in die Frau Doug einfühlen möchte. Und deshalb ist dieses Video jetzt ohne den Filter kuschelig, sondern mit, beziehungsweise mit ohne Filter, wie Kinder sagen würden.